Ja, liebe Freunde, willkommen hier an der Stamford Bridge. So, meine lieben Freunde, jetzt muss ich nochmal anfangen. Willkommen hier an der Stamford Bridge. Das ist das Spiel Europa League. Und wir sind ja jetzt hier im Viertelfinale, ist das ja. Ich will nochmal sicherheitshalber gucken, nicht, dass ich euch hier was Falsches erzähle, aber meines Wissens nach genau, das Viertelfinale. Und zwar haben wir das Auswärtsspiel, wir beginnen in Chelsea, dann haben wir das Spiel gegen Freiburg, das ist dann der 27. Spieltag und dann haben wir das Rückspiel gegen Chelsea. Ja, was muss ich euch an der Stelle sagen? Also meines Denkens nach ist es so, dass wir hier nicht weiterkommen werden. Aber wir werden es natürlich versuchen. Wichtiger ist jetzt die Meisterschaft und da stehen wir ja noch relativ gut. Da haben wir ja nur einen Punkt hinter dem Tabellenersten stehen wir da. Und deswegen sollten wir uns jetzt nicht verzocken. Deswegen ist meine Frage, was mache ich jetzt? Nehme ich jetzt hier Rücksicht auf einige Spieler oder nicht? Oder ne, also auf jeden Fall, das ist jetzt meine Vorgabe, will ich Lennart Tay hier reinnehmen und Giro ist ja jetzt wieder einigermaßen fit, das heißt fit ist er schon, aber die Form stimmt noch nicht, aber ich nehme jetzt Gianluca mit statt David Trezeguet und da werden jetzt mich wahrscheinlich einige steinigen, weil man sagt, er hat ja hier eine gute Form, eine 12, aber Gianluca ist für mich ein Spieler für die Zukunft und den will ich natürlich hier ja aufbauen, ganz klar. Und deswegen kommt er mit. So, Tom Beaker hat einen neuen Vertrag bekommen, für 3 Jahre verlängert. Da freue ich mich drüber, genau wie Manuel Möcke. Auch sein Vertrag wurde hier um 4 Jahre verlängert. Das ist so ein bisschen richtungsweisend für die Zukunft. Und da wollen wir mal gerade gucken, wie die zweite Mannschaft steht. Denn das sind ja Spieler aus der zweiten Mannschaft. Und ja, die müssen noch aufpassen dieses Jahr. Der Abstieg ist noch möglich, also da sollten wir aufpassen, nicht, dass das passiert. So, jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal hier auf die erste Mannschaft. Ich gebe ein bisschen Gas, weil gleich kommen ja die nächsten Gruppenspiele. Wir haben ja jetzt heute Mittwoch. Ich habe extra meinen Tennistermin heute abgesagt, weil bei der WM will ich natürlich die Spiele gucken. Und ich will das spielen jetzt hier für euch, damit ich das dann rendern kann, während ich dann gucke und euch heute hochladen kann. Deswegen schon mal viel Spaß bei den Spielen heute. Und jetzt schauen wir uns erstmal den Gegner an. Chelsea natürlich eine namhafte Mannschaft. Und da sehen wir Fernando Torres, den müssen wir natürlich hier in Sonderbewachung nehmen. Dann haben wir Hazard, Oscar. Oscar müsste jetzt der brasilianische Nationalspieler sein. Genau so ist es. Läuft ja aktuell die WM gerade. Ramirez, Matic, Kolarov, Mangala, Big. Nee, Bijik heißt der, glaube ich, und Asip Pilicueta, hör auf, und Blackman im Tor. Ja, wir sind ganz klare Außenseiter hier, das muss man an der Stelle sagen, und wir können nur dazulernen. Ich werde auf jeden Fall hier der Mannschaft eine fürstliche Prämie hier zukommen lassen. Das heißt, wir werden jetzt schon mal hier auf 38,5 habe ich mir ausgerechnet, will ich denen geben. Und wir beginnen mit dieser Formation und da sage ich, Mats ab, viel Spaß. Ich sage nur Europa League vom Feinsten. Und hoffentlich können wir hier ein paar Tore schießen und keine fangen. Das wäre das Idealste. Also, aber das sind Wunschträume. Also, auf geht's.
Freunde, was für ein Rahmen. Willkommen an der Stamford Bridge hier in Chelsea. Und eine bessere Atmosphäre kann man sich doch nicht wünschen. Da gibt es schon gleich Ecke für Chelsea. Und das ist doch da. Darum spielen wir doch hier gerne in den Fußballmanager. Wenn man hier dieses Stadion sieht, dann hier in der Premier League. Oh, da wäre Reimann gleich schon geschlagen gewesen. Meine Güte. Und jetzt vielleicht der Konter gleich und Lennart Tai. Aber ich glaube, der ist abseits. Nein, er ist kein Abseits. Lennart. Ach. Und er nutzt das nicht. Was für ein Beginn jetzt hier. Erst die große Chance für Chelsea und dann wir gleich im Konter und haben auch noch Glück, dass es kein Abseits ist. Und ich glaube, Lennart war hier völlig perplex, dass er hier so eine Chance bekommt. Und da ist Schiro. Oh mein Gott. Das scheint hier ein Spiel zu werden der Superlative. Also da bin ich echt mal gespannt. After Jai. Ja, da fehlt es Lennart noch so ein bisschen an Spritzigkeit. Es sind jetzt auch viele Spiele. Die Mannschaft ist schon ziemlich marode. Also gegen Freiburg müssen wir auf jeden Fall durchwechseln. Da müssen wir rotieren. Das ist. Wir befinden uns jetzt in einer ganz schwierigen Phase. Wir haben hier die Chance und wir sind in der Meisterschaft top. Da musst du dich schon entscheiden, für was du jetzt eigentlich den Versuch starten willst, was zu gewinnen. So. Da ist Giro jetzt steil geschickt worden. Kriegt den Ball. Und da ist Abdejai. Lennart legt nochmal zurück. Alles ein bisschen umständlich, was meine Mannschaft da gerade produziert. Und der Ball ist wieder bei uns im Ballbesitz. Fadi steil auf Lennart. Aber der ist abseits. Jawohl. Der ist abseits. Hier sehen wir es auch nochmal. Richtig gesehen vom Schiedsrichter gespannt. Aber das wäre natürlich toll gewesen, wenn jetzt hier Lennart den Ball noch hätte erlaufen können. Mein Gott, guter Start hier, guter Beginn von beiden Mannschaften, muss man jetzt an der Stelle sagen. Und die Atmosphäre hier natürlich in dem Stadion, wunderbar, ein reines Fußballstadion, so wie es das Fußballherz liebt. Abdejai auf Lennart, Lennart sieht außen, mitlaufen Benno Schmitz. Aber Benno Schmitz war leicht angeschlagen in diese Partie gegangen, also da müssen wir schauen, ob er durchhält. Er ist Gott sei Dank rechtzeitig noch fit geworden für das Spiel, aber er nimmt diese leichte Verletzung, diese Angeschlagenheit mit in dieses Spiel. Und gegen so einen Gegner brauchst du natürlich eine Mannschaft, die topfit ist. Schön gemacht von Fadi. Lennart nimmt den Ball an. Schön auf Benno Schmitz, der spielt nochmal zurück. Auf Abdejai. Und Giro weiß nichts anzufangen mit dem Ball. Gut abgelaufen jetzt hier von Knipping gegen Torres. Wer hätte das gedacht vor ein, zwei Jahren? Das Kind. Ah! Giro! Das pfeift der Schiri. Richtig gesehen. Gibt auch eine Karte. Ja, wer hätte das vor ein paar Jahren noch gedacht, dass hier ein Knipping mal gegen einen Torres spielt? In einem wichtigen Europapokalspiel. Kein Mensch hätte das gedacht. So, jetzt erwarten wir die Flanke von Marcos. Flach reingespielt. Weiß nicht, was er damit bezwecken wollte. War nicht gut überlegt, was er da gemacht hat. Und Odegaard gut abgelaufen. Lennart. Lennart hat Schwierigkeiten im Zweikampf. Das sieht man eindeutig. Aber ich bin froh, dass Chelsea bisher noch nicht mehr Druck macht, weil bis jetzt ist es noch erträglich. Am Anfang war die größte Chance und bis jetzt hält es sich eigentlich in Grenzen, was an weiteren Chancen von Chelsea herausgespielt wurde. Ich würde sogar sagen, dass wir einen leichten Überhang haben. Also es sieht schon recht gut aus, was meine Mannschaft hier auf dem Platz bringt. Aber jetzt ist Torres weg und Boateng passt gut auf. Macht das mit fairen Mitteln. Das muss man an der Stelle auch mal hervorheben. Und gleich der Gegenangriff. Gleich das Umschaltspiel. Abdejai. Abdejai kommt nochmal an den Ball. Fadi steil geschickt auf Giro und nächster Abseits. Das macht natürlich die Abwehrkette hier von Chelsea klug. Wir sehen hier hinten auch öfters eine Dreierkette. Also statt einer Viererkette spielen sie anscheinend mit einer Dreierkette hier. So sieht es jedenfalls aus.
Obwohl bei der Aufstellung haben wir gesehen, war es eine Viererkette. Oh, 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 oh. Da hat sich der gute Fadi verletzt. Gut, dass wir Jennecke mit dabei haben. Der kann auf der linken Seite spielen. Ja, so schnell kann das gehen, ne? So schnell geht das. Ich hoffe, er hat sich nicht schwer verletzt. Bin nach dem Spiel gespannt, was unser Ärzteteam feststellt bei ihm. Da muss natürlich untersucht werden. Muss man schauen, welche Verletzung er hat. Ob es nur eine muskuläre Verletzung ist, die vielleicht bis zum Rückspiel wieder behoben ist. Oder ob er hier eine schwere Verletzung davon getragen hat. Konnte man jetzt eben nicht erkennen. Muss man abwarten, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind. Jetzt Einwurf für uns. Markus. Ja. Macht das hier auf Jennecke. Jennecke wird nochmal zurückgespielt. Jetzt nur nicht querspielen in der eigenen Abwehr. So, dann haben wir die erste Halbzeit rum. Zu Null, das ist das Positive. Aber es wäre natürlich schön, wenn uns ein Tor gelingen würde. Und wir sehen Ciro Immobile nicht in der allerbesten Verfassung. Und Marc Reimann hier mit einer 6, das ist natürlich Katastrophe. So, da machen wir jetzt mal die Halbzeitansprache. Ich sag trotzdem, so haben wir uns das vorgestellt und werde jetzt aber den Einsatz auf volle Granate fahren. Auf volle Granate. Und ich werde sogar noch den Angriff erhöhen, also die Abwehrkette höher stellen. Wir werden auch noch eher angreifen. Das wird jetzt wehtun, das weiß ich, aber wenn uns hier gelingt, zu Null zu spielen und vielleicht ein Tor zu erzielen, dann hätten wir eine super Ausgangssituation fürs Rückspiel. Schön durchgesteckt von Ciro auf Benno Schmitz. Flanke kam jedoch nicht an. Und Hazard. Aber Jennecke und Markus machen das gut in Zusammenarbeit auf der linken Seite. So, und jetzt Ciro legt nochmal zurück auf Lennart. Es ist kein Durchkommen da vorne. Und jetzt Mata. Buttigin. Buttigin überall heute. Also der ist wirklich, was die Abwehrarbeit betrifft, absolut aufmerksam. Oh, und jetzt kommen die Engländer. Jetzt kommen die Engländer. Torres abseits. Gut gemacht von meiner Abwehrkette. So, wir hören die Fans von Chelsea. Die machen jetzt mal Rambazamba hier. Sehr gute Stimmung hier. Das Spiel könnte ein bisschen besser sein. Aber am Ende bin ich froh, wenn wir hier zu Null rauskommen. Also wenn wir kein Tor fangen. Schön gemacht. Ja, das war eine Riesenchance hier von Ciro. Aber noch ist der Ball heiß und Lennart. Oh, er macht es nicht rein. Er chippt den Ball. Ein bisschen zu viel, ach, ich will mal sagen, Überheblichkeit dabei. Ach, den musste er machen. Den muss er machen. Das Einzige, was wir hier, und das war Abseits, das Einzige, was wir hierbei berücksichtigen können, ist, dass er noch so jung ist. Er ist noch zu verspielt für solche Situationen. Ein Top-Stürmer macht den natürlich rein und da muss er was lernen. Da werde ich ihm auch nach dem Spiel ins Gebet nehmen. Aber schön, dass solche Chancen überhaupt zustande kommen. Das zeigt, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist. Da muss Marc Reimann raus, das macht er gut. Benno Schmitz auf Ciro. Ach, und er hat Lennart schon die nächste Chance, aber wir holen wenigstens den Eckball raus. Also die Mannschaft in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall besser. Und jetzt bin ich gespannt, was Markus macht. 63 Minuten gespielt. Ich werde jetzt nicht auswechseln. Ich lasse das jetzt so laufen. Ball kommt hoch rein. Torwart geht raus. Faustet den Ball erstmal weg. Und wieder ist es Buttigin, der hinten aufpasst. Jennecke, Lennart, wieder auf Jennecke, Jennecke geht durch und da war die Chance, das war toll gemacht von Jennecke, wie er da abgezogen hat, super gemacht, aber leider fehlte da der Mittelstürmer zum Abstauben, aber es wird immer besser, was meine Mannschaft hier macht, jetzt nur kein Tor kassieren, Tor ist abseits und die erste Auswechslung bei Chelsea. Chambers kommt für Azpilicueta.
Und ich bleibe dabei, ich lasse mein Team auf dem Platz. Lennart zum ersten, Giro, und das war abseits. Mal gucken, wie jetzt die Noten sind. Ja, Giro muss raus. Der ist noch nicht in der Fassung. Dafür kommt jetzt Gianluca Starr rein. Und für Aftejai bringe ich jetzt unseren Joker Siegmann. Jetzt nochmal mit Volldampf die letzten Minuten angepeilt. 18 Minuten sind noch offiziell zu spielen. Da kann noch was gehen. Ich bin gespannt, was jetzt Siegmann, der ja immer wieder, wenn er reinkommt, für Furore sorgt, genau wie auch Gianluca. Und das sind ja jetzt frische Spieler. Die haben ja noch Dampf drauf. Da ist Gianluca. Und er marschiert. Gianluca. Gianluca marschiert. Gianluca! Oh! Gut gemacht von ihm. Toller Einsatz. Sehr gut. Und da ist Lennart. Lennart. Gianluca! Und er schießt das leere Tor. Trifft er nicht. Guckt euch das an. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. So eine Riesenchance. Und jetzt kommt Kevin De Bruyne für Oscar. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Auswechslung bei Chelsea. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber wir machen weiter Druck. Wir machen weiter Druck. Lennart. Und wieder ist Gianluca da durch. Und Gianluca! Und nein, es gibt Elfmeter. Ja, es gibt Elfmeter. Oder? Ach, was war das für eine Riesenchance? Und trotzdem macht es keine Ahnung. Ich muss weggucken jetzt. Ich kann nicht hingucken. Super gemacht von Lennart Baby. Siebte Tor im Wettbewerb. Er hat die Ruhe. Er hat die Nerven dafür verwandelt. Eiskalt schickt den Torwart in die andere Ecke. Aber mir wäre es lieber gewesen, er hätte das Ding im Spiel reingemacht. Das muss er noch besser lernen. Aber egal, Gianluca und Lennart machen auf jeden Fall da vorne Druck und wir führen 1:0 im Auswärtsspiel. So, und ich werde jetzt nochmal auswechseln und zwar... Nö, ich lasse laufen. Gianluca, Jennecke, Lennart, Gianluca, Gianluca macht hier fast das zweite Tor. Also der Junge hat so ein großes Talent, nur er macht leider die Dinger noch nicht rein. Da braucht er noch ein, zwei Jahre, denke ich mir. Aber allein, dass er sich so Chancen erkämpft. Und da macht er das Ding, Gianluca Starr, 2:0. Baby. Guckt euch das an, der Mann mit den weiß-roten Schuhen. Was für ein Tor. Das wird ihm auch Auftrieb geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass so junge Leute vor allen Dingen in solchen Spielen können sie nur dazulernen. Und wir gewinnen hier 2:0. Eigentlich besser geht es ja gar nicht. Das ist ja mein Wunschergebnis gewesen. Nach der letzten Niederlage in der Meisterschaft jetzt hier 2:0 gehen wir ins Rückspiel. Trotzdem bin ich da noch sehr, sehr vorsichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir weiterkommen werden. Aber die Ausgangsposition dazu ist jetzt sensationell gut. Wir haben kein Tor bekommen. Und wir haben zwei Tore geschossen. Das heißt, wenn Chelsea weiterkommen will, müssen sie auf jeden Fall drei Tore schießen bei uns. Und das müssen wir natürlich verhindern, aber das kann diese Mannschaft immer, zu jeder Zeit. Also schauen wir uns nochmal unsere Tore an. Hier der schöne verwandelte Elfmeter von Lennart. Und dann nochmal Gianluca Starr, das macht das schon richtig gut. Diesmal mit links geschossen. Hervorragend. Hervorragend. Und dann würde ich mal sagen, hier sehen wir, bester Spieler war Botegin, der immer mehr zum Abwehrchef wird. Versteht sich super mit Knipping. Giro muss ich jetzt keinen Vorwurf machen, der war ja angeschlagen. Da bin ich froh, dass er überhaupt dabei war. Vielleicht im Rückspiel ist er dann der Spieler, der uns hier vielleicht nach vorne schießt. Aber wir haben jetzt das Problem. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal einen Schritt weiter hier. Wir spielen jetzt gegen Freiburg, Leute. Deswegen verabschiede ich mich jetzt bei euch und ich muss mir dafür was einfallen lassen. Also, Servus!